bist mein Zufluchtsort. Ich berge mich in deiner Hand, denn du schützt mich, Herr. Wann immer mich Angst befällt, traue ich auf dich. Ja, ich trau auf dich. Und ich sage, ich bin stark in der Kraft meines Herrn. Du bist mein Zufluchtsort. Ich berge mich in deiner Hand, denn du schützt mich, Herr. Wann immer mich Angst befällt, traue ich auf dich. Ja, ich trau auf dich. Und ich sage, ich bin stark in der Kraft meines Herrn. Du bist mein Zufluchtsort. Ich berge mich in deiner Hand, denn du schützt mich, Herr. Wann immer mich Angst befällt, traue ich auf dich. Ja, ich trau auf dich. Und ich sage, ich bin stark in der Kraft meines Herrn. Ja, ich trau auf dich. Herzlichen Dank, lieber Martin, für dieses Lied. Du hast eine Gabe, uns ins Herz zu singen, und es tut wohl der Seele, auch so eine Musik zu hören. Und ich freue mich sehr, dass wir über dieses Thema miteinander nachdenken dürfen. Auch von meiner Seite aus ein herzliches Willkommen allen hier im Saal, jenen, die über Zoom mit uns verbunden sind, und auch jene, die vielleicht einmal über Internet diese Vorträge hören werden. Ich wollte Sie ansprechen als liebe Seelen, weil das hat einen Sinn. So um 6 Uhr habe ich da noch einiges an Vorbereitungen getroffen, und dann stand ich da und da war der Saal ganz leer und ich stand vor leeren Stühlen. Und da dachte ich mir, siehst du, wenn es dann die Leute kommen, dann beseelt ihr diesen Raum. Das heißt, ihr macht diesen Raum lebendig. Denn vorher war er tot, steril, tot. Aber jetzt ist da Leben. Was bedeutet denn dieses Wort SOS? Wer weiß denn das? Das ist eine kurze Abkürzung für Save Our Souls. Das heißt, bitte rettet uns. Wir brauchen Hilfe. Und da wird es deutlich, dass der Mensch mit einer Seele sich identifiziert. Weil eigentlich müsste man auch sagen, rette mein Leben oder rette mich. Ich brauche Hilfe. Aber nein, Save Our Souls, rettet meine Seele. Bedeutet also, ja, ich selber. Wenn man sagt, das war eine arme Seele, was meint man da damit, mit einer armen Seele? Es ist ein Gemälde von Ferdinand Hodler, der die arme Seele gemalt hat. Und meint einfach einen Menschen im Leid. Er ist eine arme Seele, ein armer Mensch. Oder wenn man von einer armen Seele redet, dann redet man oft auch von einem Menschen im Fegefeuer. Da gibt es ein Buch darüber, die arme Seele im Fegefeuer. Das bedeutet also, letztlich geht es um Menschen. Und ich darf heute Abend ein bisschen Hoffnung bringen in dieses Thema, denn alleine schon beginne ich mit dem Gedanken Fegefeuer und die ewig brennende Hölle, vor die die Menschen so viel Angst haben, die gibt es nicht. Das ist eine Erfindung
die ist nicht richtig, hat mit der Bibel nichts zu tun. Wenn wir von der Seele sprechen, was meinen wir damit? Auf der einen Seite meinen wir den ganzen Menschen damit. Zum Beispiel hat ein Ort 300 Seelen. Oder das war eine gute Seele oder der ist ein Seelenmensch, eine gute Seele. Oder man meint den inneren Menschen. Es gibt nämlich den äußeren Menschen, das heißt unseren Körper, aber es gibt auch den inneren Menschen und das wird oft auch mit der Seele beschrieben. Und da darf man oft nicht so hineinschauen, nicht? Denn wie es da drinnen aussieht, das geht niemandem was an. Und doch kann man es nicht ganz verbergen, wir werden noch ein bisschen drauf kommen. Was ist die Seele? Und vielleicht wollen wir uns das ein bisschen anschauen, hier an einer Illustration, an einer Grafik. Im Alten Testament hatte man einen Tempel, Mose hat ihn gebaut, es war ein transportabler Tempel, man nannte ihn die Stiftshütte. Salomo hat ihn dann in einem wunderschönen Haus verwirklicht, hat aber drei Teile gehabt. Der erste Teil, der zweite Teil und der dritte Teil. Und diese drei Teile waren immer wieder beim Tempel so symbolisch wichtig. Und wenn Sie heute in eine Kirche gehen, dann haben Sie auch diese drei Teile. Zum Beispiel da vorne, da sitzen die Leute, das sind die Bänke, dann kommt ein Zaun und dann ist der Teil, wo der Pfarrer seinen Bereich hat. Der ist abgetrennt mit einem Zaun meistens. Und dann hat man noch das Allerheiligste, da ganz im Hintergrund. Man hat also diese drei Teile, das Heilige, das Allerheiligste und vorne heraus war der Vorhof. So war es damals aufgebaut. Und genauso kann man sich selber und unser Leben auch verstehen, denn die Bibel sagt, wir sind ein Tempel Gottes. Und der Tempel Gottes hat auch drei Teile, nämlich den Vorhof. In unserem Leben ist es der Körper, der Leib, unsere Organe, das, was ich so sehe, was Sie an mir sehen, was ich sehe an Ihnen, das sind die Organe, die Glieder, das ist sozusagen der äußere sichtbare Teil, der äußere Mensch. Und jetzt gehen wir hinein in den inneren Menschen. Und der innere Mensch hat zwei Bereiche, die sehr wichtig sind. Das Heilige, das ist die Seele. Das ist sein Denken, sein Fühlen und sein Wollen, das Denken und Fühlen und Wollen des Menschen. Das ist der seelische Bereich. Die Griechen nennen es auch Psyche. Den körperlichen Bereich nennen die Griechen Soma und Psyche, das ist der seelische Bereich. Und dann gibt es noch einen innersten Bereich, über den wir sehr wenig hören, aber schon langsam auch drauf kommen, dass wir ihn haben, nämlich den geistlichen Bereich des Menschen. Der Geist des Menschen. Das ist sein Glaube, seine Anschauung, sein Gewissen, das ist der Sinn im Leben, was den Menschen auch noch so tief zu dem Menschen macht. Und man kann auch von drei Ebenen sprechen, des Bewusstseins, mit dem Körper, das heißt mit meinen Sinnen, mit Augen, Ohren, Tastsinn und so weiter, nehme ich die Umwelt wahr. Das ist das Umweltbewusstsein. Aber ich habe nicht nur ein Umweltbewusstsein, wo ich die Umwelt wahrnehme, sondern ich habe auch ein Selbstbewusstsein, wo ich mich selber wahrnehme, wer ich bin, dass ich bin. Und dieses Selbstbewusstsein, das ist der seelische Bereich, über den wir heute noch ein bisschen genauer sprechen werden. Jeder Mensch hat aber auch einen Glauben, einen Bereich, der noch höher ist als das psychische, nämlich einen seelischen Bereich, einen geistlichen Bereich, das Gottesbewusstsein. Das unterscheidet den Menschen auch vom Tier. Die Tiere haben ein Umweltbewusstsein, manche Tiere sogar ein gewisses Selbstbewusstsein, weil sie auch denken, fühlen und in gewisser Weise auch handeln können, wie sie möchten. Ganz besonders die Katzen, habe ich mir sagen lassen, haben ein sehr starkes Selbstbewusstsein. Und was sie aber nicht haben, ist ein Gottesbewusstsein. Sie sind nicht religiös. Ich habe noch nie eine Katzenprozession gesehen oder einen Hund beten sehen. Das gibt es bei den Tieren nicht. Aber bei den Menschen ist es so, wir sind zutiefst religiös. Was wir aber heute Abend ein bisschen anschauen, ist der seelische Bereich, der das Selbstbewusstsein ausdrückt. Der Körper,
ist aber nicht getrennt von dem seelischen Bereich. Das ist eine Einheit. Diese drei kann man nicht trennen voneinander. Sie sind eine Einheit. Und man weiß das heute auch immer mehr und mehr in der Medizin. Als ich als Seelsorger 1977 angefangen habe zu arbeiten, da hat man eigentlich in der Medizin sehr stark den Körper betont und auf den Körper sich spezialisiert. Und dann, so in den 70er Jahren, schon langsam kam dann die Verbindung Seele und Körper, und dann sprach man von der sogenannten Psychosomatik. Das heißt also die Verbindung Seele und Körper. Das bedeutet also, dass der Körper auf die Seele wirkt und die seelischen Regungen auf den Körper wirken. Und heute, mehr und mehr, kommt man drauf, dass es noch ein anderes Element gibt, nämlich ein geistliches Element. Und es kommt jetzt wieder von Amerika herüber, mehr und mehr, dass man nicht nur auf die seelischen Ursachen Acht gibt in der Medizin, sondern dass man auch weiß, dass zum Beispiel, wenn man für einen Menschen betet, dass es ihm dann besser geht. Und man hat da wissenschaftliche Studien gemacht, wo man heute mehr und mehr dahin kommt, dass es auch, die Griechen nennen es Pneuma-Psychosomatik gibt. Wichtig ist aber eines, und das möchte ich ein bisschen zeigen, das ist eine Einheit, man kann es eben nicht trennen. Und so kann jeder auch irgendwo durch den körperlichen Bereich hineinschauen ins Herz des anderen. Zum Beispiel ist eben der Körper auch ein Spiegel meiner Seele und meines inneren Menschen, der sich nach außen hin zeigt. Zum Beispiel, wenn ich traurig bin, wenn ich weine, das merkt man. Das kann man oft kaum verspielen oder überspielen oder verstecken. Man kann auch Aufregung oder Lüge nicht verstecken. Das ist irgendwo, spiegelt sich das im Körper wieder. Leben in meiner Haltung, in meiner Sprache, ihr seht das an diesem Bild hier. Diese Frau spiegelt etwas raus, nämlich ihre Freude, ihre Hoffnung, ihre Zuversicht, die sie da aus ihrem körperlichen Bereich spiegelt. So ist es also eine Einheit, mein innerer Mensch, das heißt mein Denken, Fühlen und Wollen und auch mein Sinnen und mein Gewissen bis hin zu meinem Glauben, der sich auch sichtbar macht in meinem körperlichen Bereich. Nun, wenn wir das Äußere und das Innere miteinander betrachten und sehen, dass es zusammengehört, fragen wir uns oft, was ist wichtiger, das Äußere oder das Innere? Die Hütte oder die Bewohner der Hütte? Oder an diesem Beispiel des Bildes, was ist wichtiger, das Glas oder der Inhalt? Und jetzt fangen wir an zu diskutieren, und jetzt gibt es Leute dann, die anfangen sogar zum Streiten. Der eine sagt, nein, das Glas ist wichtiger, weil ohne Glas kannst du kein Wasser schöpfen. Der andere sagt, ja, und was habe ich davon, wenn ich nur das Glas habe und kein Wasser drinnen habe? Also es ist Wasser wichtig. Und ich sage Ihnen, es ist beides wichtig. Es ist beides wichtig, und ich würde es nicht betonen oder überbetonen. Und meine Bitte an Sie ist die, achten Sie auf die Einseitigkeit heute in dieser Welt, in der wir leben. Wir sind sehr geprägt von der äußerlichen Seite. Was tut der Mensch heute nicht alles, um seinen Körper fit zu erhalten, jung zu erhalten, schön zu erhalten, schön zu zeigen und was auch immer da für Möglichkeiten es gibt. Die Äußerlichkeiten werden heute noch immer viel mehr beachtet als die inneren Werte des Menschen. Man schaut auf die Äußerlichkeiten und denkt, ah, das ist ein wertvoller Mensch, weil er, was weiß ich, für Gold und Silber umgehängt hat oder was auch immer das ist. Man meint, die Äußerlichkeiten sind das Wichtigere. Und ich möchte hier deutlich machen, es ist beides gleich wichtig. Das Äußere und das Innere. Wir sollten nicht nur auf die äußerlichen Dinge Wert legen, was man anzieht und was man isst und wie man sich bewegt und so weiter, sondern auch das Innere. Beispiel beim Essen, nicht? Wir essen und überlegen uns, was essen wir, was werden wir kaufen, was werden wir kochen in der nächsten Zeit, ja, was werden wir trinken, das ist so wichtig, das Essen und Trinken, und wir nehmen uns Zeit und wir haben Hotels, die essen und Restaurants, die Essen und Trinken servieren, aber die Seele verhungert dabei. Es gibt nämlich auch für die Seele
Speise und Trank. Und das Problem ist, dass wir zu sehr auf den äußerlichen Bereich Wert legen, was wir essen und was wir trinken, und zu wenig auf den inneren Menschen Wert legen, der genauso verhungert oder Hunger hat und Durst hat. Zum Beispiel auch die äußerliche Schönheit, die Fassade, die da gebaut wird. Wenn wir so die Lusttempel anschauen, die Verkaufstempel, die großen Einkaufszentren, es ist alles nur fürs Äußerliche. Das ist alles nur Kleidung und Restaurants und Essen und Trinken. Aber für die Seele wird wenig angeboten, fast gar nichts. Und wichtig ist, dass wir heute ein bisschen deutlich machen, wir dürfen das Innere mit dem Äußeren nicht trennen. Der innere Mensch ist genauso wichtig wie der äußere Mensch und sie gehören zusammen. Schauen wir uns ein bisschen oder legen wir den Wert und unser Augenmerk auf die Seele. Das heißt also auf unser Denken, auf unser Fühlen und auf unser Wollen. Und mir geht es jetzt darum, dass wir ein ausgeglichenes Verhältnis haben und auch ein bisschen mehr, so wie wir uns auf den Körper bewegen und beachten den Körper, dass wir auch auf die Seele achten. Wir schauen, dass wir sauber sind, wir schauen, dass wir gut gekämmt sind, wir schauen einmal zumindest im Tag in den Spiegel. Ja, wie machen wir das mit der Seele? Und jetzt schauen wir ein bisschen, was die Seele für uns, welche Bedeutung sie hat. Und meine Bitte an uns ist die, achten wir nicht nur auf unsere körperliche Fitness, sondern auch auf unser Denken, auf unsere Gedanken und unsere innere Fitness. Gedanken sind Mächte, sind gewaltige Mächte, die wir viel zu wenig noch in Anspruch nehmen. Gedanken sind Ursprünge unserer Taten. Taten beginnen im Gedanken. Und da hat jemand einmal so ein schönes Bild gebraucht eines Seemanns, und da sagt er, sehe einen Gedanken und du erntest eine Tat. Sehe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit. Sehe eine Gewohnheit und du erntest einen Charakter. Sehe einen Charakter und du erntest ein Schicksal. Wo beginnt's? Im Gedanken. Deshalb ist es so wichtig, dass ich nicht alles denke und mir nicht erlaube, alles zu denken und jeden Gedanken zu hegen und zu pflegen, sondern man spricht heute von Gedankenhygiene. Also nicht nur von Hygiene beim Essen und Trinken und Kleidung und beim Waschen, sondern es geht auch um die Gedankenhygiene. Dass wir nicht erlauben, unserem Gehirn alles zu denken und jeden Gedanken nachzuhängen und diese Gedanken dann vielleicht sogar noch wachsen zu lassen und zu spielen mit ihnen, bis sie dann dementsprechend Raum gewinnen und wir in unserem Denken völlig daneben liegen. Was gut ist, was wahr ist, was richtig ist, dem sollten wir nachdenken. Das heißt also, wir haben auch die Macht zu überprüfen, nehme ich das jetzt an oder nicht? Ist das richtig oder ist das nicht richtig? Ist das wahr oder ist das nicht wahr? Es wird heute so vieles uns geboten und so vieles ist auch nicht wahr und wird oft Fake News genannt. Aber wir glauben das alles, was uns da gegeben wird. Also meine Bitte, achten Sie auf Ihr Denken und lassen Sie Ihre Gedanken nicht einfach so freien Lauf. Zweitens achten wir doch mehr auf unsere Gefühlswelt. Gefühle sind teilweise sogar Folge meines Denkens. Wenn ich negative Gedanken hege, dann darf ich mich nicht wundern, wenn ich auch negative Gefühle habe. Das hängt zusammen. Das ist eins und das andere. Gefühle sind teilweise nicht nur, sondern auch Folge meines Denkens. Gefühle werden auch organisiert. Von dem, was ich mir anschaue, was ich mir anhöre und so weiter. Jetzt ist es wichtig, dass ich überlege, was schaue ich mir an, was nehme ich auf da in meinen inneren, zu meinem inneren Menschen oder was nehme ich nicht auf. Gefühle sollten wir bejahen
und auch ausdrücken lernen, denn viele können oft sich nicht artikulieren mit ihren Gefühlen oder sogar unbeherrscht ihre Gefühle ausdrücken. Man nennt das eben soziale oder auch emotionale Kompetenz, dass man einfach seine Gefühle in den Griff kriegt und sie auch beherrschen lernt. Gefühle dürfen uns nicht beherrschen. Wir haben die Macht über die Gefühle, aber nicht die Gefühle über uns. Es ist schön, dass wir Gefühle haben, sie machen unser Leben reich, aber sie machen uns auch Schwierigkeiten. Besonders wenn es negative Gefühle sind, die uns dann so beherrschen, dass wir sie ausdrücken und schreien, Zorn und so weiter. Ich kann jetzt nicht und habe nicht die Zeit, das bis ins Detail uns zu ermutigen und zu zeigen. Es gibt eine Seminarreihe, die können Sie auf YouTube hören oder anschauen. Schreiben Sie einfach rein, Raimund Fuchs, und dann kommt eine Playliste, die heißt Gefühlswelten. Und da gehe ich dann ganz besonders auf diese negativen Gefühle ein. Achten wir also nicht nur auf unser Denken, auf unser Fühlen, sondern auch auf unser Wollen. Der Wille im Leben des Menschen ist eine gewaltige Macht. Eine Macht der Entscheidung. Die Macht des Entschlusses. Und wenn wir Menschen beobachten, was sie alles durch ihren Willen zustande bringen, wenn so einer auf den Felsen klettert und überhängende Felsen nur mit den Fingern sich da festhält, mit Willenskraft, was der da alles zustande bringt, ist gewaltig, der Mensch. Entschlussfreudig sein. Es gibt Leute, die entschließen sich nicht, die können sich für nichts entschließen. Die stehen vorm Kasten und der ist voll von Kleidern und sie haben nichts zum Anziehen. Sie können sich nicht entschließen, das oder jenes anzuziehen. Und manche haben auch Angst, sich zu entscheiden, weil es könnte ja falsch sein. Und bevor ich was Falsches entscheide, entscheide ich mich gar nicht. Das Leben beinhaltet nur Entscheidungen. Wir leben, und ohne Entscheidungen können wir gar nicht leben. Wir müssen am Morgen schon uns entscheiden, stehen wir auf, wenn der Wecker läutet, oder bleiben wir noch liegen? Was essen wir? Wo biegen wir ab bei der Autobahn? Wann mache ich das und jenes? Wir brauchen Entschlüsse. Und wenn jemand entschlussfreudig ist, dann ist er ein Mensch, der vorankommt. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Der Wille im Leben eines Menschen ist eine lenkende Kraft. Und ich möchte Ihnen das ganz bewusst durch dieses Bild deutlich machen. Der Kleine sitzt am Joystick. Und der Joystick ist uns in unserem Leben der Wille. Und viele haben ein falsches Bild vom Willen. Sie meinen, der Wille ist eine antreibende Kraft. So wie beim Flugzeug der Motor vorne, der Propeller. Nein, weil dann, wenn ich das so vor mir habe, dass ich sage, der Wille ist eine antreibende Kraft, dann verstehe ich manches Mal die Leute, wenn sie sagen, ich habe keine Willenskraft. Ich schaffe es nicht. Ich bin so willensschwach. Ja? Bitte, halten Sie fest, der Wille ist nicht der Motor im Flugzeug, sondern der Wille ist der Joystick. Und du kannst ein Flugzeug ganz einfach oder auch ein riesengroßes Schiff, tausende Register, Bruttoregistertonnen, mit einem kleinen Joystick in eine neue Richtung führen. Du brauchst keine Kraft dazu in dem Sinne, dass du sagst, jetzt bin ich stark, sondern das ist die Kraft der Entscheidung und die ist eine gewaltige Kraft. Es ist eine lenkende Kraft und ich möchte Sie wirklich ermutigen, nehmen Sie Ihren Willen in die Hand und sagen Sie, ich will. Was will ich? Ich will, was gut ist, was richtig ist. Und dafür entscheide ich mich. Und da brauche ich natürlich dann auch das Gewissen. Nach bestem Wissen und Gewissen richtig zu entscheiden. Und ich denke, es ist so wichtig, dass wir auch auf unser Wollen achten. Und vielleicht sollten wir eigentlich über alles einmal ein Seminar halten. Über das Denken, das Seminar einen Abend. Über das Gefühl, mindestens einen Abend. Ich habe so über das Gefühl fast 5 Abende, weil es da so vieles zu sagen gibt. Und auch über das Entscheiden, über den Willen des Menschen. Aber wir wollen viel mehr Wert auch auf diese Dinge legen. Nicht nur auf unsere körperliche Fitness, sondern auch auf unsere Entscheidung. Gewissenhaft sein. Und jetzt verstehen wir schon, dass die Seele nicht etwas ist, was aus sich selber funktioniert,
sondern das hängt mit unserem Körper auch wieder zusammen und die Seele kann auch krank werden. Und wir sprechen heute von seelischen Krankheiten auf der einen Seite, von einem kranken Denken, von einem kranken Gefühl, von einer kranken Gefühlswelt und auch von einem kranken Willensakt, den der Mensch oft hat, aber auch von seelisch organisierten Krankheiten. Das heißt also körperliche Krankheiten, die im seelischen Bereich ihren Ursprung haben. Seelische Krankheiten aber können geheilt werden oder zumindest in den Griff bekommen kann man sie. Und wenn eine Seele krank wird, dann kann sie auch sterben. Und das werden wir jetzt noch ein bisschen genauer anschauen. Nun, wir haben es mit einem Seelenroulette zu tun. Das beginnt schon mit den Ägyptern, die die Ansicht hatten, man muss etwas für die Verstorbenen tun, denn die Verstorbenen sind nicht wirklich tot, sie leben weiter in einer Seelenwelt oder in einer Geisterwelt oder in einer anderen Welt und da werden Grabbeigaben mitgegeben und was auch immer der Mensch dann dort auf dieser neuen Sphäre braucht, wird ihm mitgegeben. Das ist schon damals von den Ägyptern hergekommen. Später dann in der Philosophie der Griechen wird es dann so gemacht, dass man diesen seelischen Bereich des Menschen trennt vom körperlichen Bereich. Und die Griechen machen das. Die trennen Soma von Psyche. Und ich muss Ihnen sagen, bitte tun Sie das nicht. Das ist eine Philosophie, die nicht mit der Wirklichkeit und Realität zusammenstimmt. Später dann geht es hinein in die römische Kirche, die dann diese griechische Philosophie in sich aufnimmt und dann eben auch von einer unsterblichen Seele redet und von der Seele, die dann in den Himmel, in die Hölle oder ins Fegefeuer wandert, was auch immer da gelehrt wird. Bis hin in die Esoterik haben wir genau dieselbe Thematik drinnen, wo man vom Astralleib spricht oder wo man von einer Feinstofflichkeit spricht, wo man hineinkommt in eine völlig neue Sphäre und so weiter und so fort. Es geht also immer wieder um dieses Thema Seele und die Trennung Seele und Körper. Die biblische Sicht aber, und das ist jetzt der Urgrund und Ursprung des wahren Christentums, die ist anders. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass wir eine biblische Sicht haben der Dinge, denn ich erkläre Ihnen dann, warum diese biblische Sicht so wichtig ist. Schauen wir mal hinein in die Bibel und ich möchte gleich am Anfang einmal die Schöpfungsgeschichte aufschlagen, das erste Buch Mose, wo Gott den Menschen geschaffen hatte. Und das steht in 1. Mose Kapitel 2, Vers 5 bis 7, dass Gott den Menschen aus der Erde machte, vom Acker, blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Das ist jetzt ganz interessant. Gott nahm Erde, also Materie, und man weiß heute, dass diese Zusammensetzung unseres Körpers, diese chemischen Materialien, alle in der Erde zu finden sind. Dann gab er den Menschen einen Odem, den Atem des Lebens und man kann es auch als unpersönliches Lebensprinzip verstehen, das Gott dem Menschen da eingehaucht hatte und dann wurde er eine lebendige Seele. Schauen wir uns also die biblische Sicht an. Materie plus Odem ist gleich lebendige Seele. Und es ist recht interessant, dass die Bibel im Prediger Kapitel 3, Vers 19 sagt, dass auch die Tiere einen Odem haben, nicht nur die Menschen. Und dass wir eigentlich beide dasselbe Prinzip haben, nämlich das unpersönliche Lebensprinzip. Man könnte sich das auch in einem Symbolbild oder in einem Beispiel verdeutlichen. Der Strom, der elektrische Strom, der betreibt nicht nur eine Lampe, sondern auch einen Radiator oder auch einen Laptop oder auch ein Musikinstrument. Also der elektrische Strom ist nicht etwas spezifisch Lampisches oder etwas mit dem Computer zu tun haben, sondern er betreibt einfach die elektrischen Geräte. Auch eine Heizung kann er betreiben, eine Heizung. So,
wenn man das verstanden hat, wie die Bibel uns erklärt, dass der Mensch wird und entstanden ist, dann kann man das auch mit einem Symbolbild noch einmal deutlich machen. Zum Beispiel, du hast hier eine Birne, die Birne ist symbolisch die Materie. Ja? Materie plus elektrischer Strom ist gleich Licht. Ganz einfach. So war der Mensch geschaffen worden. Birne plus Strom ist gleich Licht. Wärme, Ausstrahlung. Und das ist das Bild für den Menschen. Der Mensch ist so geschaffen worden. Materie plus unpersönlichen Lebensodem, das unpersönliche Lebensprinzip, so wie der Strom unpersönlich ist, hinein und dann kommt das Licht. So, wenn ich jetzt den Strom ausschalte, im Zustand des Todes sozusagen, geht der Odem weg vom Menschen. Was ist passiert mit der Birne, das heißt also mit der Materie? Sie verrostet, die zerfällt und dann ist es vorbei. Wenn ich den Strom ausschalte, wo ist das Licht hingekommen? Das heißt also, die seelischen Regungen haben aufgehört zu existieren. Genau dasselbe ist beim Menschen. Wenn er stirbt, schaltet Gott sozusagen den Odem aus, den Strom aus, das heißt das unpersönliche Leben aus. Und wo ist jetzt die Ausstrahlung, die Wärme, die Liebe und das hingekommen? Hat aufgehört zu existieren. Die biblische Aussage ist im Psalm 146 die, denn des Menschen Geist, wörtlich Odem, muss davon und er muss wieder zur Erde werden, dann sind verloren alle seine Pläne. Alles ist verloren, alle seine Pläne sind vorbei. Ich kann auch ein anderes Beispiel noch nehmen, damit es ein bisschen deutlicher wird noch. Zum Beispiel jetzt im Herbst, sagt meine liebe Frau, wir haben jetzt Apfelernte, wir brauchen eine Kiste. Also nehme ich Bretter und ich nehme Nägel und ich mache daraus eine Kiste. Bretter plus Nägel ist gleich Kiste. Alles klar? So, im Frühjahr, wenn die Äpfel aufgebraucht sind, sagt meine Frau, die Kiste brauche ich nicht mehr. Dann nehme ich die Nägel raus, lege sie auf diese Seite, die Bretter auf diese Seite. Meine Frage ist dann die, wo ist die Kiste hingekommen? Sie hat aufgehört zu existieren. Und genau dasselbe ist beim Menschen. Im Zustand des Todes wird der Mensch anders als das, was man heute landläufig meint. Die Bibel sagt, der Tod ist gerecht. Es ist die Gerechtigkeit des Todes. Im Psalm 49 sagt sie, dass Arme oder Reiche alle sterben müssen. Und der Reiche kann sich nichts kaufen, dass er länger lebt, er kann nichts unternehmen, dass er nicht stirbt, dass er ewig jung bleibt und so weiter. Das ist das Gerechte, dass Arm und Reich beide, man kann sich nichts erkaufen. Wir müssen alle sterben. Und das hat auch jetzt der bekannte österreichische reiche Mann erlebt, Dietrich Mateschitz, der Chef von Red Bull, dass Red Bull auch keine Flügel verleiht im Zustand des Todes und dass er dann irgendwo dahin fliegt. Er ist tot. Mein Namensvetter Ferdinand Raimund sagt im Hobellied, da streiten sich die Leute herum, oft um den Wert des Glücks. Der eine heißt den anderen dumm, am Ende weiß keiner nichts. Da ist der allerärmste Mann dem anderen viel zu reich. Das Schicksal setzt den Hobel an und hobelt alle gleich. Im Zustand des Todes sind alle gleich, ob reich, ob arm, ob Mann, ob Frau. Es ist ganz interessant, dass die Bibel uns hier etwas ganz Wichtiges sagt. Im Prediger, der weise Salomo hat dieses Wort geschrieben, Prediger Kapitel 9, Vers 5 bis 10, da sagt er, denn die Lebenden wissen, dass sie sterben werden, die Toten aber wissen nichts. Sie haben keinen Lohn mehr, denn ihr Andenken ist vergessen. Das ist einmal ganz wichtig. Die Toten haben kein Wissen.
Es ist kein Denken mehr möglich im Zustand des Todes. Dann sagt er, ihr Lieben und ihr Hassen und ihr Eifern ist längst dahin. Das heißt also, Gefühle sind vorbei. Lieben und Hassen sind vorbei. Hat aufgehört zu existieren. Die Gefühlswelt hört auf. Und dann sagt er noch, sie haben keinen Anteil an der Welt, die Toten, und was unter der Sonne geschieht. Bitte halten Sie das fest. Die Toten haben keinen Anteil an der Welt und an dem, was unter der Sonne geschieht. Sie haben also keinen Wollen, keinen Anteil mehr an dieser Welt. Und dann heißt es noch zum Ende, wir sollten das Leben genießen. Was dir vor die Hände kommt, tu es mit deiner Kraft. Denn bei den Toten, zu denen du fährst, gibt es weder Tun noch Denken, weder Erkenntnis noch Weisheit. Das heißt also keine Aktivität und auch keine Bekehrung, keine Veränderung mehr, keine Erkenntnis, keine Weisheit mehr. Es ist also nicht so, dass man, wenn man stirbt, dann noch klüger wird vielleicht nachher und weiser wird und sich dann noch ändern kann. Tote sind statisch, aus, vorbei. Es ist also wichtig, dass wir verstehen, auf der einen Seite ist Körper, Seele und Geist eine Einheit. Man kann sie nicht trennen. Und wenn man das weiß, dass man das nicht trennen kann, dann wird es auch klar, dass ich ohne Gehirn, ohne meinen grauen Zellen ja gar nicht denken kann. Dass ich ohne meine Nervenzellen nicht fühlen kann und wollen kann. Also das Denken, Fühlen und Wollen kann nicht ohne meinen Körper existieren und gehen. Funktioniert nicht. Und damit wird die Bibel auch deutlich und ganz besonders jetzt Jesus, wenn wir ihn betrachten, wie er zum Beispiel mit dem Tod umgeht und uns erklärt, was der Tod eigentlich ist. Im Johannesevangelium, im 11. Kapitel, geht es um einen lieben Freund, den er gehabt hat, den Lazarus. Und der ist krank gewesen. Und der Herr Jesus hat den Herr Lazarus nicht besucht, obwohl die Jünger gesagt haben, du, es wäre nicht schlecht, wenn wir dorthin gehen. Aber die Maria, die Schwester vom Lazarus, hat zu ihm Informationen gegeben, du, der Lazarus, mein Bruder ist krank. Aber Jesus sagt, das ist nur eine Krankheit. Die ist nicht zum Tod. Interessant, warum er das sagt. Er kümmert sich nicht um ihn. Dann ist es tatsächlich so, dass Lazarus stirbt. Und dann kommt Jesus und sagt, jetzt gehen wir zu Lazarus und jetzt besuchen wir ihn, denn er schläft. Nennt Jesus den Tod einen Schlaf. Und jetzt ist ganz interessant, die Jünger haben das wirklich geglaubt, Lazarus schläft, sie haben also noch nichts gehört davon, dass er gestorben ist. Und dann haben sie zu Jesus gesagt, du, wenn er schläft, dann braucht man nicht hingehen, lass ihn schlafen. Denn Schlaf ist ja was Heilendes. Ruhig schlafen, vielleicht geht es ihm dann besser. Und jetzt kommt's. Da sagte ihnen Jesus frei heraus, Lazarus ist gestorben. Er nennt also den Tod einen Schlaf. Und das ist sehr interessant, mit dem Gedanken nämlich, dass der Tod nichts Ewiges ist, sondern wenn es ein Schlaf ist, dann beinhaltet das auch ein Aufwachen. Und deshalb sieht man auch oft an den Grabsteinen diesen Gedanken, hier ruht in Frieden. Die Toten schlafen also. Und dieser Schlaf ist ein unbewusstes, narkotisches Nicht-mehr-Sein. Das ist so, wie wenn man in eine Agonie fällt und dann monatelang nicht mehr bewusst lebt. Und dann aufgeweckt wird und auf einmal sagt keiner, boah, so lange habe ich geschlafen. Das hat er nicht gemerkt. Der Tod ist ein Todesschlaf, beinhaltet aber ein Aufwachen. Und das sagt er dann zum Beispiel auch bei Daniel Kapitel 12, dem Propheten Daniel am Ende. Du Ruhe, leg dich nieder, schlafen, bis du auferweckt wirst, bis du aufstehen wirst am jüngsten Tag. Das heißt also, der Tod ist ein Schlaf.
Und wenn Gott also das Leben, den Odem ausschaltet oder der Odem zu Gott zurückgeht, der ja nichts spezifisch Fuchsisches ist, wenn ich sterbe, oder Ihr Name können Sie da hineinfügen, sondern der das Leben allgemein ist, das unpersönliche Lebensprinzip, dann gibt es kein Denken, Fühlen und Wollen mehr im Zustand des Todes. Der beste Beweis sind meine Eltern. Ich muss Ihnen das ein bisschen erklären. Da habt ihr ein Bild von meinen Eltern. Ich war damals 6 Jahre alt, als sie sich scheiden haben lassen. Und ich habe erlebt, was es heißt, Krieg zu Hause. Die beiden haben gestritten auf Mord und Brand. Und ich habe da die Teller fliegen sehen über meinen Kopf hinweg als kleiner Junge. Das war eine sehr interessante oder wichtige Erfahrung für mich, aber auch sehr traumatisch in gewisser Weise. Ja, sie haben sich scheiden lassen. Meine Mutter hat dann noch einmal geheiratet und dann ist mein Vater gestorben. Der hat dann bei einem Freund ein Grab bekommen, wo er seine Überreste beerdigt bekommen hat. Und dann hat es geheißen, dieses Grab wird aufgelöst. Was macht man mit meinem Vater? Wir hatten eine Urne gehabt und die ist da ins Grab gekommen. Und jetzt habe ich dann eine Entscheidung getroffen. Und die war sehr, wie soll ich sagen, sehr schicksalhaft für meine Geschwister. Denn einer, mein Bruder, der wollte nicht, dass mein Vater in das Grab von meiner Mutter kommt. Ich habe es aber gemacht, weil wir anderen Geschwister waren dafür. Und so habt ihr hier ein Grab, wo meine Mutter, Johanna Pleichner, sie hat deshalb Pleichner geheißen, weil sie noch einmal geheiratet hat, und darunter mein Vater, Johann Fuchs, im selben Grab liegen. Und ich habe gesagt, wenn die jetzt da ins selbe Grab kommen, dann geht es drunter und drüber da drinnen. Dann rumpelt es den ganzen Tag und die ganze Nacht. Und ich sage Ihnen, es ist nichts geschehen. Es ist Ruhe. Hier ruht in Frieden. Da ist nichts passiert. Das heißt also, beide ruhen im selben Grab und es ist Frieden. Darum heißt ja auch der Friedhof Friedhof. Widersprüche sind da, die müssen wir aufpassen. Denn man muss sich das jetzt so ganz klar mal vor Augen stellen. Wenn es eine unsterbliche Seele gäbe, wenn der Mensch stirbt und dann die Seele sozusagen wegschwebt, so wie es manche Philosophen und auch in der Religion dargestellt wird, in den Himmel kommt oder in die Hölle oder ins Fegefeuer kommt, wozu dann noch eine Auferstehung der Toten, wenn ich hier schon im Himmel bin? Wozu dann noch die Auferstehung? Das ist ein Widerspruch. Es ist ja auch kein Trost für jemanden, wenn man sagt, der Verstorbene, der schaut jetzt runter auf dich. Ist das ein Trost, wenn sie immer beobachtet werden? Und ganz besonders ist es ein Trost für deine Mutter, die dich beobachtet und schaut herunter auf dich und sieht, was du für Fehler machst und sieht deine Probleme, deine Schwierigkeiten und kann dir nicht helfen. Ist das ein Trost? Nein. Lazarus und die anderen, der Jesus hatte nicht nur den Lazarus vom Tode auferweckt, sondern auch den Jüngling zu nein und ein junges Mädchen. Und interessant ist eines, wenn man die Toten, die dann auferweckt worden sind, vom Tode beobachtet, keiner von ihnen hat irgendetwas gesagt. Zum Beispiel, wenn der Lazarus, nehmen wir an, er hat eine unsterbliche Seele gehabt, der Lazarus ist gestorben und er kam ins Fegefeuer. Jesus holt ihn vom Tod aus dem Grab heraus, was hätte er gesagt? Boah, Heiler, Herr Jesus, danke, dass ich noch einmal die Chance habe, ein besseres Leben zu führen. Es war so heiß. Ob es Hölle war oder Fegefeuer, ist egal. Oder der Jüngling zu nein, nehmen wir an, der war schon im Himmel und er hat ihn aufgeweckt. Was hätte er gesagt? Warum muss ich wieder da herunter? Jetzt war ich schon so schön im Paradies, warum soll ich da wieder auf diese Erde? Keiner von den Verstorbenen hat irgendetwas nach seiner Auferstehung gesagt. Das ist ganz bezeichnend. Und letztlich habe ich mir gedacht, ist es ungerecht, denn meine jüngere Schwester ist jetzt seit 2 Jahren tot und die, wenn sie im Himmel ist, das ist ja unfair. Wieso darf die schon im Himmel sein, 2 Jahre früher als ich? Da schleiche ich mich auch schnell aus dem Leben, damit ich im Himmel bin.
Also ihr merkt schon, das sind alles Widersprüche, die nicht funktionieren. Wir müssen diese Lügen entlarven und deutlich sprechen, es gibt keine Seelenqualen nach dem Tod. Keine Angst also vor der Hölle, keine Angst vor dem Fegefeuer, das ist biblisch überhaupt nicht belegt, das gibt es in der Bibel nicht. Keine ewige Höllenqual, die jetzt schon, je tiefer man da hinunterkommt, desto heißer wird es, ist, sondern es ist davon nicht die Rede. Keine Angst vor dem immerwährenden Kreislauf der Reinkarnation. Ihr seht das hier an diesem Bild, das ja auch in der Esoterik dargestellt wird und in anderen Religionen, dass man immer wieder auf die Welt kommt und wieder von vorne anfangen muss, wenn man nicht so brav war oder vielleicht sogar einen Rückschritt machen muss. Wenn du zuerst einmal ein Mineral warst, dann wirst du ein Tier und wenn du ein Tier warst brav, dann wirst du ein Mensch und wenn du ein Mensch brav, nicht so brav warst, musst du wieder von vorne anfangen. Katastrophe. Es ist furchtbar, was die Leute da alles glauben und ihnen serviert wird. Und jetzt kommt der Punkt, warum ich Ihnen gesagt habe, dass es so wichtig ist, dass wir die richtige biblische Einstellung haben. Denn die biblische Einstellung vom Tod ist ein Schutz, eine Hilfe von Gott, eine Bewahrung vor dem Spiritismus. Denn diese Urlüge, die damals schon Satan Adam und der Eva verkündigt hat, ihr werdet nicht sterben, ihr seid unsterblich, ist letztlich die Gefahr, dass Satan von seiner Seite aus mit den Menschen in Verbindung treten kann und das auch tut. Denn im Okkultismus, im Satanismus, in der Dämonie kann man mit Verstorbenen reden. Da kann man Verbindung aufnehmen mit den Verstorbenen. Und was ist die Folge? Die Folge ist Belastung, okkulte Belastung, Angst. Du bist nicht mehr glücklich. Du bist gefangen in furchtbaren satanischen Elementen. Da klopft es dann dort und da poltert es da und die Menschen sind nicht mehr glücklich. Achtung auf die spiritistischen Seancen, wo man zusammenkommt und Tote befragt, Tischel rückt, Sessel rücken. Da gibt es so ein kleines Tischchen und in einem Fuß hat man einen Bleistift hineingebohrt und dann gibt es ein Blatt Papier und dann sitzen sie zusammen und beschwören den Verstorbenen und dann kann man was fragen. Und stellt euch vor, ihr kommt bei so einer Sitzung hinein und ihr fragt das Tischchen, wie alt werde ich? Du bist 20 und das Tischchen schreibt 25. Bist du jetzt glücklich? Du weißt jetzt nicht, ob du noch 25 Jahre lebst oder ob du in 5 Jahren sterben wirst oder ob das überhaupt nicht richtig ist. Also bitte achten Sie darauf, durch diese Lehre, dass der Mensch nicht stirbt, der Äußere schon, aber der Innere weiterlebt, kommst du in die Gefahr des Spiritismus hinein, des Okkultismus. Und das geht sogar bis in die Musik hinein. Ihr habt hier das Bild von einer Rockband, die Ärzte, und sie sagen ganz deutlich, wir wollen deine Seele. Du bist nicht mehr frei. Dein Denken, dein Fühlen und dein Wollen ist gefangen. Und da bitte achten Sie auf die, es gibt ja heute so vieles, was mit Psyche zusammenhängt, auf psychedelische Musik. Das Internet ist voll, wenn ihr hineinschaut auf YouTube, von Entspannungsmusik und so weiter, psychedelische Musik. Du bist nachher nicht mehr frei. Psychedelische Drogen. Es gibt so viele Drogen heute, die die Psyche verändern, die auf die Psyche einwirken. Psychopharmaka, und da spreche ich jetzt nicht davon, dass man die überhaupt nicht verwenden soll, aber bitte verantwortlich. Der Missbrauch ist der, dass man heute für jedes ein Tablettchen nimmt und dann letztlich abhängig wird. Psychoterror, man redet von einem Psychoterror, der zu Hause beginnen kann, der Mann über die Frau und die Frau über den Mann einen Psychoterror auswirkt. Psychowahn, das geht heute so weit, dass jeder seinen Psychotherapeuten hat. Und
nur wirklich erst glücklich ist, wenn er auf die Couch sich legen kann und da mit den Psychotherapeuten reden kann. Warum? Weil die Frage ist, welche Methode wird angewandt? In der Zeitschrift Brigitte stand der Artikel, jeder vierte von uns hat ernstliche seelische Probleme. Auch viele Gesunde leiden unter Schlaflosigkeit, depressiven Verstimmungen. Nicht nur kurzfristig, sondern längerfristig. Neurosen, die heute schon so täglich normal sind wie Schnupfen. Die Psychotherapeuten, sie vermehren sich immer mehr und mehr. Die Warteseele der Psychotherapeuten werden immer voller und immer voller. Aber wirkliche Hilfe ist kaum da. Die Frage stellt sich, welche Methode? Es geht darum, dass Dr. Manfred Lütz deutlich macht, zurzeit gibt es mehr als 700 psychotherapeutische Methoden, die angewandt werden. Ja, wer hat recht? Was ist jetzt wirklich Hilfe? Eines ist schon klar, bei der Behandlung von Kranken darf man auf die Seele nicht vergessen. Es gibt seelische Ursachen, die körperliche Krankheiten hervorrufen. Es gibt auch seelische Krankheiten. Wenn sie richtig eingesetzt wird, die Seele, das heißt mein Denken, Fühlen und Wollen, dann ist es ein wirklich wirksames Mittel im Kampf gegen Krankheit. Aber es gibt jedoch eine Art von psychologischer Behandlung, die den Menschen in eine Abhängigkeit von einem anderen Menschen bringt. Abhängigkeit, Achtung. Das ist die Methode des Bösen. Keiner darf sich von einem anderen Menschen abhängig machen und seine Persönlichkeit aufgeben. Da gibt es dann therapeutische Mittel wie Hypnose und so weiter, wo man tatsächlich sehr gefährlich abhängig wird. Mach dich nicht abhängig. Weder von deiner eigenen Psyche, von deinem eigenen Denken, Fühlen und Wollen, noch von den psychischen Mitteln, die man anbietet heute, um die Psyche wieder zurechtzurücken. Paulus sagt, wir sind zur Freiheit berufen und nicht zur Sklaverei. Und das beginnt leider schon im Kindesalter. Schaut einmal, die kleine Kinderseele schaut sich einen Disney-Film an und Coco ist ein ganz netter, lieber Film, wenn man sich den anschaut. Aber wenn man dann genau schaut, was da passiert und was da gelehrt wird, der Coco kriegt Verbindung mit den Verstorbenen, er muss sich in der verstorbenen Welt zurechtfinden und so lernen die Kinder schon die Urlüge, der Mensch stirbt nicht, im Zustand des Todes bist du in einer anderen Sphäre und du musst als Lebender was tun für die Toten. Halloween ist ja heute modernst und wird immer mehr und mehr aktuell, wo man gerade jetzt zu Allerheiligen und Allerseelen diesen Totenkult wieder gewaltig mit grausigen Fratzen und Geistern und so weiter verherrlicht. Zombie-Paraden werden ausgeführt, wo die Leute herumgehen wie die furchtbaren Grimassen. Geister und Gespenster, das ist heute gang und gäbe vom Kindesalter weg bis ins hohe Alter hinein. Es ist traurig, was da den Menschen serviert wird. Und die Leute haben Angst. Und mit dieser Angst, rechnet man sogar. Und jetzt geht es sogar so weit, dass Eltern ihre Kinder in ein Zimmer einsperren und dann erschrecken durch Gespenster und mit Geistern. Und das filmen sie dann und stellen es dann in YouTube. Und die lachen dann und freuen sich, dass die Kinder solche Angst haben. Ich möchte euch das vorstellen, wie weit wir heute gekommen sind. Das geht hin bis in die Gesundheit, wo die absurdesten Angebote gemacht werden, wie Edelsteintherapie, Kupfermatten, Radiästhesie, Bachblüten, Homöopathie. Wenn Sie mehr wissen wollen, da habe ich eine eigene Serie. Da hinten können Sie dann die DVDs oder die CDs um einen günstigen Preis erwerben, wo ich darüber spreche. Denn es ist nicht nur der Arzt oder der Apotheker, der über mögliche Wirkungen und Nebenwirkungen spricht, sondern auch der Seelsorger. Denn es gibt auch seelische Nebenwirkungen. Hexen, Satanisten, Schamanen, Gurus, Wunderheiler, die haben heute Hochkonjunktur. Hochtechnisierte wissenschaftliche Gesellschaft, in der wir leben, zeigt immer wieder, wie religiös sie sind. Wir haben einen
Glauben. Aber es ist nicht der richtige Glaube. Der Gräberkult, der uns jetzt gerade in diesen Tagen dann überschwemmt, wir müssen ja an die Gräber und da müssen wir Lichter anzünden und die müssen geschmückt werden zu aller Heiligen und zu aller Seelen, wo man eben diesen Totenkult pflegt, denn das Licht hat ja den Sinn, die arme Seele heimzuleuchten. Totenverehrungen bis hin, jetzt gerade die Queen Elisabeth II., als sie gestorben ist, ein Blumenmeer. Was da an Blumen hingelegt worden ist. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, bringt die Blumen zu Lebzeiten. Denn die Toten haben nichts mehr davon. Gar nichts. Und das hat der Peter Rossecker mal so schön gesagt. Was für die Seele wichtig ist, und zwar solange sie lebt, weil dann, wenn er tot ist, gibt es keine Seele mehr. Ein bisschen mehr Freude und weniger Streit. Ein bisschen mehr Güte und weniger Neid, ein bisschen mehr Liebe und weniger Hass, ein bisschen mehr Wahrheit, das wäre schon was. Statt so viel Unrast, ein bisschen mehr Ruhe, statt immer nur ich, ein bisschen mehr du, statt Angst und Hemmung, ein bisschen mehr Mut und Kraft zum Handeln, das wäre gut. Kein Trübsal und Dunkel, ein bisschen mehr Licht, kein quälend Verlangen, ein froher Verzicht und viel, viel mehr Blumen. Solange es geht, nicht erst auf den Gräbern, da blühen sie zu spät. Was machen die Menschen nicht alles, um die Toten zu verehren oder was auch immer es ist? Nein, wir wollen die Blumen Lebenden geben und die Seelen, die leben, die freuen sich und die werden gesund. Schauen wir uns jetzt ein bisschen etwas an noch, was Hoffnung für die Seelen betrifft, denn das ist ja auch unser Thema heute Abend unter anderem. Erstens, wir werden über die seelischen Heilungen sprechen, denn die Seele kann auch gesund werden. Wir sprechen über den Seelenfrieden, über Geborgenheit und Gelassenheit und wir sprechen über Glaube, Hoffnung und Liebe als besondere Gaben für die Seele. Und eine Hoffnung, die wir haben in Bezug auf die Auferstehung. Bleiben wir ganz kurz einmal beim Ersten. Heilung für die Seele. Und wir haben gesagt, wir wollen ein bisschen mehr auf den inneren Menschen Wert legen und nicht nur den äußeren Menschen betrachten. Deshalb möchte ich Sie ermutigen, Bewegung ist heilsam für die Seele. Spaziergang in der Natur, so wie wir heute bei der Einführung gehört haben, die wunderschönen Herbstlandschaft anzuschauen, den goldenen Blätterregen zu betrachten. Gartenarbeit ist seelische Hilfe für mein Herz. Hobbys, Kraft tanken in der Natur, Sonnenschein, tief atmen und auch einmal ein bisschen zur Ruhe kommen und richtig Stress abzubauen, ganz bewusst ein wenig weniger zu machen. Ein bisschen zu reduzieren, ob das jetzt Arbeit ist oder was auch immer das für ein Stress ist. Die Seele auch ein bisschen baumeln zu lassen und nicht unbedingt immer nur zu denken, ruhig auch einmal abschalten können, nicht unbedingt immer nur seine Gefühle auf Hochtouren zu bringen, denn auch die ganzen Medien bringen uns ja nur in Rage und in Schwierigkeiten im seelischen, im gefühlischen, im Gefühlsbereich. Ruhig einmal die Seele baumeln lassen in der Natur und wertschätzen, loben, anerkennen, das tut der Seele wohl, die, solange sie lebt, das aufnehmen kann. Denn wenn der Mensch stirbt, kann er das nicht mehr. Was positiv ist, was gut ist, dem wollen wir nachdenken. Was auch eine Hilfe ist und ein Angebot ist, ist die Seelsorge. Und ich möchte Sie wirklich ermutigen, nützen Sie dieses Angebot. Wir haben hier in unserer Gemeinde 3 Seelsorger, der Martin, der Günther Maurer und ich. Wir sind gerne für Sie da. Es gibt aber auch eine anonyme, kostenlose Seelsorge. Merken Sie sich diese Telefonnummer in Österreich, 0800 031 13 13. Rufen Sie an, kostenlos, und Sie können seelsorgerliche Hilfe bekommen und Rat für Ihre Seele bekommen. Es gibt auch in Deutschland eine kostenlose Nummer und in der Schweiz. Und ich möchte Sie wirklich ermutigen, das auch weiterzugeben an andere, die Seelsorge brauchen, seelische Hilfe brauchen. Sie ist kostenlos da. Wir müssen also auch für die Seele
etwas tun. Und das ist ein Angebot davon. Das zweite wäre Gelassenheit. Es ist so wichtig, dass wir uns auch einfach ein bisschen fallen lassen können. Und das geschieht durchs Gebet. Die Macht des Gebetes ist wissenschaftlich, haben wir schon gesagt. Es ist tatsächlich so, dass das Gebet Heilung für die Seele ist. Es ist ein Gespräch des Herzens mit einem Geliebten. Von Herz zu Herz. Gott, der uns liebt, ist wie ein Vater, und du darfst wie ein Kind in diese Geborgenheit gehen und all deine Sorgen und all deine Probleme und auch all deine Gefühle und all deinen schwachen Willen, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, in seine Hände legen. Und du darfst wie ein Kind diese Geborgenheit und Gelassenheit erleben, die heilsam ist. Denn immer leben die Menschen ohne Gott. Und ich muss Ihnen sagen, zu meiner Zeit hat es, als ich jung war, die Schlüsselkinder gegeben. Wissen Sie, was ein Schlüsselkind ist? Schlüsselkinder waren Kinder, die haben einen Schlüssel um den Hals gehabt. Sie haben Papa und Mama gehabt, aber die waren nicht zu Hause. Und die Kinder mussten sich selber die Wohnung aufsperren, das Essen wärmen, die Hausaufgabe machen. Sie lebten wie alleine, ohne Papa und Mama. Und die haben natürlich auch viele Probleme gehabt, viele Sorgen und viele Schwierigkeiten. Wir haben das erlebt bei unseren Kindern. Und weil wir gesagt haben, es ist für uns wichtig, dass Papa oder auch besonders die Mama zu Hause ist, war das heilsam für unsere Kinder. Auch wenn sie schon 20 waren, war es schön, wenn sie nach Hause gekommen sind und da war die Mama und da konnten sie sich aussprechen und da konnten sie wieder Ruhe für ihre Seele finden. Und ich darf Ihnen ein Gebet von Friedrich Christoph Oettinger ans Herz legen, wo er sagt, Gott, gebe mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Heilung für die Seele, sie liegt im Geist und ich möchte Sie auch noch auf diesen Bereich hinweisen. Das ist der innere Mensch, man könnte sagen der innerste Mensch, der geistliche Bereich. Sie erinnern sich noch Leib, Seele und Geist. Der Leib, das sind die Organe, das sind unsere Sinne, Augen, Ohren, Tastsinn. Die Seele, das ist unser Denken, Fühlen und Wollen. Und wenn Sie Hilfe brauchen für Ihr Denken, für Ihr Fühlen oder auch für Ihr Wollen, dann gehen Sie noch in das Allerheiligste hinein, in den geistlichen Bereich, nämlich in den Bereich des Glaubens. Und der ist so heilsam für die Seele. Und vielfach brauchen die Leute den Glauben nicht und streichen ihn weg, kommen aber dann mit ihrem seelischen Leben hinten und vorne nicht zu Rande. Und ich möchte Sie wirklich ermutigen, diesen Glaubensbereich bewusst zu verwenden, um die Seele zu heilen. Denn aus diesem Bereich heraus bekomme ich etwas, was ich als Geschenk jeden Tag in Anspruch nehme in meinem Gebetsleben. Nämlich Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Und die sind heilsam für meine Seele. Ich brauche den Glauben. Ich brauche die Hoffnung, ich brauche die Liebe. Und wie bekomme ich diese Geschenke? Ganz einfach, durch ein Medium. Wir haben gesagt, dass wir nicht nur für den Körper etwas tun müssen, essen und trinken, damit er stark wird, sondern auch für die Seele. Essen und trinken für die Seele. Und wissen Sie, woran ich merke, dass ich seelisch unterernährt bin? Woran ich merke, dass ich seelisch krank bin? Zum Beispiel, wenn du merkst, oder woran merkt man, wenn du zu wenig gegessen hast? Wie merkt man das, wenn du Hunger hast? Was macht der Körper? Er knurrt. Na, somit wissen wir, ich habe Hunger. Wisst ihr, dass die Seele auch knurrt? Ich habe Hunger? Das Knurren der Seele ist zum Beispiel, wenn man neidig ist, eifersüchtig ist, zornig ist, Zwietracht, Spaltungen. All diese Dinge sind Knurren der Seele. Ich bin unterernährt. Und jetzt gibt es ein Medium für die Seele. Und dieses Medium heißt, ja, jetzt frage ich dieses Zitat nicht so gut kennen.
Es heißt hier, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Haben Sie schon was gehört davon? Das ist aber nur die Hälfte vom Zitat. Wie heißt die andere Hälfte? Haben Sie eine Idee? Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Das heißt also, das, was wir hier in der Bibel vor uns haben, das ist ein Medium. Ein Medium der Liebe, ein Medium des Glaubens, ein Medium der Hoffnung. Und wenn Sie diese drei brauchen, dann öffnen Sie die Bibel und schauen Sie hinein, denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sagt Jesus, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und wer die Bibel hernimmt, der hat es besser, weil er auftankt, Kraft für seine Seele bekommt. Und meine Frage ist die, haben Sie heute schon aufgetankt? Ich schon. Glaube ist so wichtig. Aber ich muss das Richtige glauben. Denn viele von uns, besonders die Österreicher, sind abergläubisch. Sie haben Angst vor der schwarzen Katze, wenn sie von rechts nach links geht. Und da hat jemand einmal einen Pastor gefragt, Sie, wie ist denn das mit der Katze? Muss ich da wirklich Angst haben? Und dann sagte der Pastor, na, das kommt ganz drauf an. Und dann sagt sie, worauf kommt es an? Es kommt darauf an, ob Sie eine Maus sind oder ein Mensch sind. Wenn Sie eine Maus sind, dann müssen Sie Angst haben. Aber als Mensch brauchen Sie keine Angst haben vor der schwarzen Katze. Das ist ein falscher Glaube. Freitag der 13. kennen Sie alle. Oh, furchtbar. Es gibt ja in den Hotels kaum ein 13. Zimmer, Nummer 13 oder 13. Stock. Angst. Meine Frau und ich, wir haben am Freitag den 13. geheiratet. In Salzburg, im schönsten Standesamt der Welt, da kommen die Leute von der ganzen Welt in den Marmorsaal des Schlosses Mirabell. Und da musstest du dich monatelang anstellen, damit du dort einen Platz kriegst. Und am Freitag, den 13., waren wir nur drei Paare. Und ich kann Ihnen sagen, das hat überhaupt keinen Einfluss gehabt auf unsere Ehe. Wir haben heute noch eine glückliche Ehe. Toi, toi, toi. Klopft man auf Holz und ruft dreimal den Teufel an, ohne dass man es weiß. Deshalb ist es mir so wichtig, prüfe alles. Und es geht nicht nur Hauptsache glauben, sondern ist es das Richtige, was ich glaube? Ist es die Wahrheit, die ich glaube? Aber wenn du die Wahrheit hast und wenn du die Bibel als Wahrheit erkannt hast, als Maßstab des Glaubens, dann schenkt er dir Geborgenheit. Herr, weil mich festhält deine starke Hand, vertraue ich still. Und das ist heilsam für die Seele. Hauptsache glauben? Nein. Ich muss die Frage stellen, an wen glaube ich? Und Jesus sagt, komm zu mir. Wenn du mühselig und beladen bist, wenn du eine kranke Seele hast, du wirst Ruhe finden für deine Seele bei mir. Glauben Sie nicht irgendjemanden, sondern glauben Sie Jesus. Ich werde jetzt in den nächsten Wochen wieder einen Vortrag halten über das Thema, warum gerade Jesus und nicht Buddha oder Mohammed. Sie können sich den dann auch in meinem YouTube-Kanal anschauen. Liebe, das ist das Nächste, was wir brauchen. Liebe ist vielfältig. Wenn wir hier die drei Elemente noch einmal das haben, des Menschen, Leib, Seele und Geist, gibt es auch drei Worte für Liebe. Haben Sie das gewusst? Das griechische Wort Eros beschreibt die körperliche Liebe. Und wenn man heute von Liebe hört, dann meint man meistens Eros. Ja, liebe mich nur eine Nacht und so weiter. Das ist also Eros. Dann gibt es noch ein anderes Wort, nämlich Philos oder Philia. Dieses Wort kommt in der Philosophie vor. Kameradschaft, Freundschaft, Philodendron, der Freund des Baumes. Die Freundschaft ist auch eine Liebe. Eine kameradschaftliche Liebe. Aber wenn ich von Liebe spreche, die wirklich seelisch heilt, dann spreche ich von der Agape. Von dieser selbstlosen, aufopfernden, dienenden Liebe, die sich freiwillig schenkt. Und die kriege ich nur aus dem Medium der Heiligen Schrift. Nicht aus mir selber. Die habe ich nicht. Und was seelisch uns noch hilft, ist Hoffnung. Wir brauchen eine Hoffnung. Kennen Sie das Sprichwort,
Wo ein Wille, da ein Weg? Natürlich. Aber es ist nur die Hälfte vom Sprichwort. Wissen Sie, wie das erste Teil heißt? Wer weiß es? Wo ein Ziel, da ein Wille. Wo ein Wille, da ein Weg. Das heißt, ich brauche Hoffnung, ich brauche ein Ziel. Und wenn ich eine Hoffnung habe, dann finde ich auch einen Weg dorthin. Und wir leben heute in einer Zeit, wo die Hoffnung völlig verloren geht. Wir sind so hoffnungslos, wir haben Angst vor der Zukunft. Was wird die Zukunft bringen? Wir sind seelisch krank geworden, weil wir keine Hoffnung mehr haben. Aber wir brauchen diese Hoffnung, die uns glücklich macht. Und zwar eine Auferstehungshoffnung. Die Toten, sagt die Bibel, werden leben. Jesus sagt es bei dem Lazarus-Thema im Johannes Kapitel 11, wo er dann zu der Maria kommt und zu Martha kommt und ihnen dann sagt, du, er wird auferstehen. Ja, sagt die Martha, ich weiß, dass er auferstehen wird. Bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Das ist der Glaube der Bibel. Die Toten werden auferstehen am jüngsten Tag. Und der steht jetzt vor der Tür, wo Gott dann die Gräber auftun wird und wo die Verstorbenen wieder aus den Gräbern kommen werden. Und jeder Frühling lehrt uns das. Jetzt stirbt die Welt, ich meine jetzt die Natur. Über den Winter ist dann ein kahler Ast, da ist nichts mehr da. Aber im Frühling kommt dann plötzlich aus so einem fast erstorbenen Ast wieder etwas Neues heraus. Und dieses Neue zeigt uns an, dass Gott wieder aus dem Tod uns zum Leben führen kann. Deshalb meine Bitte an Sie, Körper, Seele und Geist gehören zusammen. Machen Sie sich bewusst, was das für einen Unterschied macht und verkennen Sie, dass der innere Mensch genauso wichtig ist wie der äußere Mensch. Darum, sagt Paulus, werden wir auch nicht verzagt, wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, vielleicht sogar alter wird, schwächer wird und Probleme hat. Der innere Mensch wird Tag für Tag erneuert. Wenn Sie mehr wissen wollen, wir haben dann draußen, wenn Sie da vorbeigehen beim Tisch, auf der rechten Seite habt ihr einige Vorträge von mir, die ihr euch mitnehmen könnt. Meine Frau sagt euch, was sie kosten. Auf der linken Seite ist es kostenlos und da habt ihr zum Beispiel die Zusammenfassung dessen, was wir heute miteinander besprochen haben und noch mehr an Themen. Wenn ihr auch noch mehr hören wollt, dann geht auf meinen YouTube-Kanal, da habe ich noch einen anderen Vortrag, wenn die Seele krank wird. Da gehe ich dann mehr auf die Nahtoderfahrungen ein, wo Menschen schon gesagt haben, sie sind schon verstorben und wiedergekommen. Und das sollten Sie auch wissen, was die Bibel dazu sagt. Das war für mich heute ein wichtiges Thema und ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen Hoffnung geben und ich möchte Sie ermutigen, auf den inneren Menschen mehr Wert zu legen als bis jetzt. Und ich möchte mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit. Wir haben eine Hoffnung, die uns durch das Leben trägt. Wir haben einen Glauben, der uns froh macht und bewegt. Wir leben durch die Güte unseres Vaters, der uns liebt. Und in der Auferstehung uns ein Wiedersehen gibt. Jesus kommt wieder, ein Ruf geht um die Welt. Wir können es bezeugen, dass Gott sein Versprechen hält. Und wenn er kommt in den Wolken, dann wird ihn jeder sehen. Dann werden wir voll Freude ihm entgegengehen. Er hat es uns versprochen und wir glauben fest daran. So viele haben ihn erlebt,
wie er verändern kann. In ihm ist Licht und Leben, er ist Wahrheit, Weg und Ziel. Wir leben in der Hoffnung, dass er wiederkommen will. Jesus kommt wieder, ein Ruf geht um die Welt. Wir können es bezeugen, dass Gott sein Versprechen hält. Und wenn er kommt in den Wolken, dann wird ihn jeder sehen. Dann werden wir voll Freude ihm entgegen.